Und damit herzlich willkommen zu The Wild Eight Beyond the Door. Es handelt sich hier um ein Überlebens- bzw. Survival-Game. Man kann es im Multiplayer sowie im Einzelspieler-Modus spielen. Wir werden uns natürlich für den Einzelspieler-Modus entscheiden. Ich werde mal ein bisschen den Sound runterdrehen, weil diese Melodie, ich habe das Spiel bei Steam gekauft mit Track auf jeden Fall, weil es einfach harmonisch ist. Wir können es mittlerweile auf Deutsch spielen, da diese Synchro bzw. auch die Titel alles auf Deutsch übersetzt worden ist. Wir haben noch viele andere Sprachen, also wir können es vielleicht mal auf Japanisch, Russisch, ich weiß nicht, spielen. Nein. Spielstart. Ich habe schon mal ein Spiel getestet, um die Aufnahme zu testen, um die Endcut zu fertigen. War nur eine Testaufnahme. Wir fangen mit dem Einzelspieler an. So wie diese klassische, die Entwickler gespielt haben, oder auf Light. Ich würde mit Light anfangen, weil ich mich mit dem Spiel ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ich weiß, dass es Skillpunkte gibt, ein Crafting-Menü. Beim leichten Modus haben wir halt alle erlernten Fähigkeiten und Baustufen bleiben nach dem Tod erhalten. Bei dem anderen wird alles gelöscht und man fängt wieder von neu an, wo man gestartet hat. Deswegen würde ich sagen, wir spielen das kleine Häschen zum Anfang. Und natürlich würde ich glauben, dass wir vielleicht mal mit was anderem auf jeden Fall starten werden. Ich hatte schon am Anfang ausgewählt, so wenig überlegen. Also es fehlt für den Anfang ist er halt optimal. Verteidigung sehr hoch, Schutz gegen Kälte sehr hoch. Und ich glaube, ich bleibe da auch ganz spontan mit bei. So, das Tutorial. Nimm das Zelt aus dem Notfallkasten. Nimm Ressourcen. Hier ist eine Konserve. Und ein Verbandskasten. Hier können wir unser Zelt aufschlagen. Damit fangen wir auch gleich sofort an. Sammelt 20 Holz und 10 Steine, alles klar. Hier in diesem Spiel handelt es sich sozusagen, es gibt einen roten Faden. Der gibt uns an Missionen und alles Mögliche. Wir können aber auch viel selber entscheiden, ob wir wirklich dieser Mission folgen wollen oder vielleicht mal diese Stadt bzw. diese Map erkunden wollen. Linksklicks. Achso, ja, die Werkbank. Vorne haben wir schon Pilz. Hey. Fertig, eine Axt. Was kostet sie mir? 5,5, alles klar. Da haben wir uns gleich 10,10, ich glaube. Dann können wir das Werkzeug auch da hinzufügen. Töte Tiere mit Sherwin, dies erleichtert das Jagen. Einmal das. Einmal das. Oh. Die habe ich zweimal, die wollte ich doch nicht. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall ein Lagerfeuer, davon gehen wir aus. Wie viel ich für ein Lagerfeuer brauche, weiß ich gar nicht. Wie viel kostet das denn? Und 5 Steine. Okay. Lagerfeuer. Wir bleiben auf jeden Fall hier die erste Nacht auf jeden Fall an vor Ort und Stelle. Unten haben wir, unten links haben wir unsere Health-Leiste sowie Hungerleiste und Kälteleiste. Und auf leicht geht natürlich alles ein bisschen weiter langsamer, als wenn man es auf klassisch spielt. Wo wir auch natürlich später hinzukommen. Ich würde erstmal gerne einmal so diese Spiel kennenlernen. Wie das Ganze. Was ich jetzt tue, ist auf jeden Fall ein bisschen Holz über Nacht zu sammeln, damit wir auf jeden Fall wohl nicht erfrieren werden. Ich klappe jetzt erstmal hier ein bisschen durch. So. Was ich natürlich auch weiß, dass man das hier auch stoppen kann. Man braucht noch Sachen zum Pennen. Darum kümmern wir uns jetzt. Knabbern uns einen Snack rein. Denn man kann sich auch so eine Spitzhacke fertigen. Dann kann man nämlich switchen mit F. Zum Zünden machen wir später. Ich fange jetzt erstmal hier ein bisschen zu sammeln. Das gleich das Zelt schon verbessern hier. Langsam wird es auch ins Kälter.
würde noch sagen, wir machen noch ein, zwei Stunden. Klappen wir uns jetzt ein bisschen durch noch. So, 45, 45. Wir können das Zelt nochmal upgraden. Das ist schon mal prima. Jetzt holen wir uns da fix ein paar Steine zum Pennen. Warum auch immer Steine, ich weiß es nicht. So, die reicht wohl. Dann tauschen wir einmal, da haben wir noch unsere Axt dazu. Weil wir können jetzt maximal 80 Einheiten stacken. Und das ist auch so mein Ziel, mindestens so 2 Stacks Holz auf jeden Fall dabei zu haben, um eigentlich effektiv immer Holz dabei zu haben, weil man da viel, viel von braucht. So, die ist schon mal kaputt. Da sehen wir auch, hier brauchen wir zum Schlafen, brauchen wir 20 Holz und 5 Stein, das machen wir auch. Können wir ein bisschen hier rumschieben. Wir hätten jetzt auch den Pilz brennen können, damit wir Essen haben. Aber wie wir sehen, unsere Leiste füllt sich auf. Irgendwann Leiste bleibt sozusagen stehen. Gesundheit, Leiste natürlich auch, schlafen. Wärmes Haus. Wärme. Effektiv. Fährt dir einen Stock an und zieh ihn aufs Lagerfeuer und so erhältst du eine Fackel. Gerne. Die können wir auch mal nutzen, wenn wir ein bisschen unterwegs sind. Damit wir nicht so schnell erfrieren. Wie gesagt, ich kenne mich schon ein bisschen aus, wo wir ein bisschen hin müssen. Also so wild ist es auf jeden Fall nicht. Wir warten jetzt so circa, bis die Sonne aufgeht, so 6 rum. Wenn der Schatten kürzer wird. Zu den Wölfen, die wir im Hintergrund hören. Es gibt hier Wölfe. Aber sie kommen uns nicht näher, da wir Lagerfeuer haben. Natürlich werden sie auch uns angreifen wollen. Aber ich müsste auch dann gucken, dass ich sozusagen eine kleine Base aufbaue. Ich erstmal mich ein bisschen aufhalten kann. Alles klar. Sowas weiß ich nicht, was. Okay. Wie gesagt, was hier noch rumlauert, habe ich keine Ahnung. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt selber mal so getestet, um halt die Sachen fürs Spiel zu bekommen, beziehungsweise für meine Endcard. Weil ich ja momentan auf die ganzen Spiele, die jetzt neu kommen, auf meinem Kanal jetzt, außer von Skype, das geht ja dann auch irgendwann zu Ende, Portal Knights, dass sie halt mehr an Qualität gewinnen bei den Videos. Und so soll das halt bleiben. Weil wir hauen natürlich auch viel Quantität raus. Das heißt, Skype ja kam, Minecraft Skype ja kam ja zweimal am Tag. Minecraft Life in the Woods zweimal am Tag. Dann kommt noch Freitags League of Legends. Samstag, Sonntag kam jetzt Shellshock, also Shellshock Saturdays, Shellshock Sunday. Wir machen jetzt mal auf, gib noch ein bisschen Holz nach. Und das will ich halt sagen, ein bisschen damit abwerben. Jetzt holen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Holz wieder. Packen gleich ein bisschen Klamotten ein. Blub, 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 blub. Den kloppen wir noch klein. Einpacken. Schmeißen den Pilz drauf. Kann ich hier was hin tun? So. Einfach. Da haben wir schon mal den Pilz. Jetzt werden wir uns. Achso, wir sollten ja. Stimmt, jetzt habe ich das nicht gemacht. Machen wir das eben noch, damit halt das seinen Lauf hat. Fackel. Das war nämlich nach den Osten, das weiß ich nämlich zum Beispiel noch. Einpacken. Und dann machen wir uns auf den Weg. So, zweimal klicken. Dann geht auch die Fackel, beziehungsweise man kann sie mit F auch switchen. Ich halte jetzt schon mal Auslauf, um Pilze und Beeren zu sammeln. Unterwegs. Also er guckt immer in die Richtung, wo ich meine Maus hinhalte. Da oben ist Pilz, den holen wir auf jeden Fall mit. Den wollen wir. Oh, da. Komm, den gehen wir auch noch zurück. Pilze sind eine gute Nahrungsquelle für uns. Ja, ist ja gut, mein kleines Reh. Was ist das? Das ist ein See. Da ist noch ein Pilz. Was wir hier oben haben, ist Herb. Da können wir eigentlich mal. Ah,
Wölfe. Okay, irgendwo ist das Ding hier. Ah, da ist es. Ah, da gibt es einen Pilz. Nahrungsmittel, Pilz und Generator. Hier schlagen wir auf jeden Fall unser nächstes Lager auf. Dafür, dass wir was für die Nacht haben. Eckbank hier noch aufstellen. Da. Da ist ein Generator. Und noch ein Feuerchen. Das zünden wir gleich an, damit wir gleich über Nacht noch ein bisschen was sammeln können. Schon mal ein bisschen Holz im Vorrat. 20 Stück brauchen wir im Vorrat. Ein bisschen was zum Anfackeln brauchen wir auch noch. Also es sollte eigentlich relativ schnell gehen. Jetzt bin ich überlegen, nochmal hier ein paar Steine zu sammeln. Und dann futtern wir gleich unseren Pilz. Den Stein, dann tue ich jetzt ein bisschen auffüllen, auf jeden Fall. Machen wir gleich so. Damit ich gleich schon die Werkbank upgraden kann, habe ich gesehen. Das wäre ja auch nicht ganz günstig. 45 Stück, aber dann können wir auch noch die Axt bzw. die Spitzhacke leer machen. Das sollte hoffentlich klappen. Komm, geh kaputt. Bevor ich alles hier abgebaut habe. Weiß gar nicht, ob die Steine jetzt zerspringen. Okay, die ist kaputt. Da ist ein Funkturm. Hier gibt es was zu essen. Und ein Generator. Gelange zum Bunker nordöstlich der Abschlussstelle. Alles klar. Das können wir auf jeden Fall machen. Fangen wir mal an, unseren Pilz reinzuwerfen. Wir verbessern es. Wir können dadurch natürlich jetzt ein bisschen mehr Sachen herstellen. Auch Fallen. Ich soll nicht mehr reinfeuern. Ich wollte ein bisschen mehr brennen. Könnten wir Lebensration reinpacken? Wir hätten schon ein paar Punkte. Eine Tasche ist effektiv. Da können wir Werkzeug bzw. Material, was wir im Überschuss haben, erstmal reinpacken. Reserve. Mir fehlt eine Spitzhacke. Kann ich nachgucken, wie viel die noch hat? 26, okay. Ein paar Buchsteine. Verbrauchen wir die mal da unten. Ah, okay, kann man nur 16 stacken. Okay, dann machen wir sie dennoch voll, oder? Ja. Machen wir das noch voll. Hätte ich keinen Pilz nachgeworfen. Die Konservendosen erstmal drauf. Hier ist nichts in der Nähe, nur Holz. Kommt den Plop auch noch raus. Essen wir uns noch gemütlich ein davon. Machen wir unsere Axt noch fertig. Und eventuell 1, 2 Fallen. Klappen wir noch ein bisschen rein. Und gehen schlafen. Oh, mir fehlt jetzt natürlich Holz. Und das meine ich nämlich. Man braucht immer so ein bisschen Vorrat. Habe ich natürlich nicht geschlafen, ist egal. Das brauchen wir auch nicht immer. Wir haben noch einen Punkt frei irgendwo. Dann gehen wir aufs Aufwärmen.